Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier immer noch auf der Mondbasis von Nova Galactic. Sind wir ja in der Ende letzten Folge hier angekommen, wo Barrett uns geschickt hat. Hier haben wir noch eine Mondbasis Slate. Lan Xu. Leitender Ingenieur Leng Shu. Ich habe durchaus schon diszipliniertere Teams geleitet. Markham stiehlt ständig Rechenzeit von Voltaire und denkt, ich merke es nicht. Und Sabine ist in letzter Zeit abgelenkt, sagt aber niemandem warum. Eigentlich müsste ich sie beide zur Rede stellen. Aber ehrlich gesagt bin ich zu beschäftigt mit dem Auftrag. Sind wir alle. Natürlich hat jeder ein Privatleben und eigene Sorgen, aber wir versuchen hier etwas Besonderes zu erreichen. Das Ding würde ich gerne mitnehmen. Das United States Space Shuttle. Okay, aber jetzt lesen wir mal den Computer. Nova Galactic Forschung. Das müssen wir ja machen. Voltaire. Ich möchte das Forschungsteam daran erinnern, dass es sich bei Voltaire um einen streng geschützten Supercomputer handelt, der aktuell nur für Projekt Prisma zur Verfügung steht, nicht für persönliche Projekte. Es macht zwar Spaß, die Dezimalstellen von Pi zu berechnen, Bitverschlüsselungen zu erzwingen oder Zwischenstände mit perfekter Aerodynamik zu simulieren, aber dafür ist später noch Zeit. Fürs Erste sollten wir uns alle darauf konzentrieren, die Frist einzuhalten. Wir arbeiten zusammen mit unseren Kunden und Partnern an einer unglaublichen Raumfahrttechnologie. Bei so einem Projekt sollte einem nicht langweilig werden. Start vom Projekt Prisma. Einen Moment. So, ich möchte das lesen. Es freut uns, den ersten Teststart von Projekt Prisma für heute anzukündigen. Bitte erscheint alle im Raumanzug auf dem Dach um 9 Uhr Erdzeit, würde ich mal sagen. Und bitte stellt eure Uhren alle auf Eastern Daylight Time ein. Unser Partner wird per Funk live dazugeschaltet. Eastern Daylight Time, okay. Wir zeichnen dieses Ereignis auf, also benehmt euch entsprechend. Okay, da, warte mal, da vorne haben wir. Da haben wir noch eine Slate. Mondbasis Slate Bist 5. du manchmal eifersüchtig? Auf die Crew in der Werft, meine ich. Die Schiffe baut, die zu den Sternen fliegen. Hey, wir sind hier auf einer Mondbasis. Komm schon, Sabina, ich teile hier meine Träume mit dir. Nur sind deine Träume immer da draußen und nie hier, wo wir anderen alle sind. Sei doch einfach mal mit deinem Job zufrieden. Und was soll daran spaßig sein? Mal gucken. Das könnte ich hier hinsetzen. Und das dann dafür hier hin. Ah, okay. Dafür haben wir. Habe ich verbockt? Ich glaube, ich habe es verbockt. Oder wenn ich das so rum mache? Ja. Okay, so passt das eher. Sollten wir uns mal unterhalten. Nur wenn du Zeit hast. Was willst du? Entschuldige, dass ich dich wieder beiseite nehme. Aber, naja, es gibt einiges zu bereden. Der Gesandte, der Hunter, die Allheit. Ein Multiversum. Wie soll ich das alles auch nur ansatzweise begreifen? Atme tief durch und rede mit mir. Das ist in der Tat ein gewaltiges Rätsel. Mir geht es auch so. Ich bin überwältigt. Das stimmt. Ich bin's. Verständlich. Es ist einfach unglaublich. Wir sind der Ursprung der Sternenblüter. Durch die Allheit wiedergeborene Menschen. Gleich und doch anders. Ist damit all das Wissen hinfällig, das wir in den vergangenen Jahrhunderten über das Universum erlangten? Ohne dieses Wissen wären wir jetzt nicht hier. Hinfällig trifft es nicht ganz. Wir leben in aufregenden Zeiten. Was für Wissen ist jetzt hinfällig? Wie wäre es mit nahezu der gesamten Wissenschaft? Astrophysik, Physiologie, Evolutions- und Gravitationstheorie und so weiter.
Manche Forschungszweige müssen sich neu erfinden. Grundlegende Prinzipien der Wissenschaft werden über den Haufen geworfen. Na, aber oh, also ohne dieses Wissen wäre auch gar nichts möglich, sagen wir mal so. Ja, genau so ist es. Die Menschheit ist ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Während wir die Weiten des Alls immer weiter erforschten, haben wir uns von uns selbst entfernt. Doch dabei dachten wir nicht an die Folgen. Unser Problem dreht sich um die Natur des Menschen. Unsere überstürzte Neugier führte uns zur Allheit und ließ uns zu Sternenblütern werden. Das hätte kaum einen Unterschied gemacht. Du klingst so, als wäre das schlecht. Die Natur des Menschen ist schuld daran. Gehört Neugier nicht zu den Grundsäulen der Constellation? Sicher. Ohne Neugier hätten wir keinen Forschungsdrang. Doch nur weil wir den Kosmos erforschen, müssen wir nicht blind ins Unbekannte stürzen, ohne für die Konsequenzen gewappnet zu sein. Also das hätte kaum einen Unterschied Doch, gemacht, würde ich sagen. das hat es bereits. Doch jetzt finden wir uns mitten in einem Kreuzzug wieder, zwischen dem Hunter und dem Gesandten. Eine technologisch weit entwickelte Gesellschaft sollte nicht um die Artefakte zanken. Da frage ich mich fast, ob die Allheit ihnen nicht mehr geschadet als genützt hat. Willst du mir damit sagen, dass ich die Allheit nicht betreten soll? Bevor wir über sie urteilen, sollten wir mehr über die Sternblüter erfahren. Die Sternblüter gaben sich uns also hauptsächlich wegen der Artefakte zu erkennen. Oh, definitiv. Warum sonst sollten sie genau zu diesem Zeitpunkt in unserem Universum erscheinen? Sie sind eindeutig besessen von diesen Artefakten. Fast so, als wären sie krankhaft abhängig davon. Ich frage mich, was die Allheit mit ihrem Verstand gemacht hat und ihren Seelen. Bevor wir über sie urteilen, sollten wir über die Sternblüter Das mal sehe nachdenken. ich auch so. Aber wir sollten uns dabei nicht selbst auslöschen. Wenn du diesen Schritt ins Unbekannte tust, wissen wir nicht, was aus dir wird. Wirst du dich an dein altes Leben erinnern? Wird das Verlangen nach den Artefakten dich verschlingen, so wie die Sternenblüter? Ich muss herausfinden, was auf der anderen Seite ist. Du klingst nicht gerade wie eine Vollblutforscherin. Du hast mich so weit getrieben, aber jetzt hältst du mich davon ab, die letzte Hürde zu nehmen? Würden diese Fragen nicht davon abhalten, die Allheit zu betreten? Natürlich nicht. Im Herzen werde ich immer eine Forscherin bleiben. Ich sorge mich nur darum, wie sehr dieser Schritt uns verändert. Wir wissen nicht mal, ob du dich an dieses Gespräch erinnern wirst. Ich sorge mich um uns. Ich muss herausfinden, was auf der anderen Seite ist. Ich bin genauso wissbegierig wie du, aber darum geht es nicht. Als Vorsitzende der Constellation will ich es uns allen ermöglichen, die Allheit zu erkunden. Das wäre für uns alle der Gipfel. Wahrscheinlich entwickeln wir uns durch die Allheit weiter. Du und ich, so wie wir jetzt hier stehen, werden aufhören zu existieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, bist du die Liebe meines Lebens. Ich kann es nicht ertragen, dich zu verlieren. Tut mir leid, Sarah, ich muss das tun. Wenn du mich wirklich liebst, vertraust du auf meine Entscheidung. Lass mich gehen, Sarah. Warum glaubst du, dass ich mich dass du mich verlieren würdest? Ich weiß es nicht. Ich mutmaße anhand der Fakten. Selbst wenn ich mit dir die Allheit betrete, bleibt die Frage bestehen. Würden wir uns noch kennen? Falls ja, würde es uns noch etwas bedeuten? Als Vorsitzende der Constellation wäge ich die Risiken unserer Expeditionen ab. Und diesmal ist das Risiko extrem hoch. Wenn du mich wirklich, ich weiß nicht, was ich da jetzt antworten soll. Wenn du mich wirklich liebst, vertraust du auf meine Entscheidung. Ich liebe dich wirklich. Ich Darum weiß nicht, ob das jetzt die. fällt es mir so schwer. Ich weiß nicht, ob das die Pass richtige auf. Antwort war. Mir ist klar, dass ich deine Meinung niemals ändern werde oder den Reiz dieser unglaublichen Verlockung schmälern. Ich bitte dich nur darum, alle Fakten zu ergründen, bevor du blind ins Unbekannte stolperst. Würdest du dich besser fühlen, wenn wir die Allheit gemeinsam betreten? Ich bin nicht sicher, ob ich für dieses Wagnis bereit bin. Doch es wäre sicher beruhigend, wenn wir es Hand in Hand tun. Tja,
Jetzt habe ich wieder mal den Augenblick ruiniert. Das kann ich in letzter Zeit wirklich gut. Ich lass dich mal wieder machen. Denk einfach an unser Gespräch. Ich werde es nicht vergessen. So, ich hab trotzdem mal das Ding hier. Auf. Oder an. Warte mal, gehen wir erstmal nach oben. Gibt's hier noch was? Ja, ich würde eigentlich lieber dann Sarah mit zur Allheit nehmen, sagen wir so. Ich habe auch keine Ahnung, was, das ist ein Meister. Kriege ich den auf? Rein theoretisch könnte ich den hier aufkriegen. Ah, okay, der wird nicht klappen. Der könnte hier klappen. Würde ich den hier hinsetzen? Ah, ne, warte, ich hab... Der könnte auf jeden Fall hier irgendwo passen. Packe ich den mal hier hin. Der passt hier nicht mehr, okay. Ah, nein. Okay, jetzt passt nur noch der und der. Okay, der hier passt hier noch rein. Nein. Okay, nochmal von vorne. Wo könnte der jetzt reinpassen? Der passt hier rein. Ah, und der dafür dann hierhin. Okay, dann haben wir die schon mal los. Der passt dafür dann hier rein. Und der dann hier. So, den könnten wir hier hinsetzen. Nochmal zurück. Okay, dann können wir den dahin. Ah, der passt dann auch wieder nicht. Der passt hier irgendwo rein. Okay. Wo setzen wir den hin? Hier hin. Ah, und dann passt der hier rein. Perfekt. Dann haben wir das. So. Nehmen wir alles mit. Du hast also Erfahrung damit. Ja, ein bisschen. Oh, noch ein Slate. Als ich den Einsatz hier angenommen habe, hieß es, wir sollen ein paar persönliche Dinge mitnehmen. Die Psychologen meinten, das hilft, wenn man so lange von der Erde weg ist. Ich habe den alten Abakus von meiner Oma dabei. Ich saß immer damit auf ihrem Schoß und sie hat mir die Zahlen auf Russisch beigebracht. Sie, ich habe erfahren, dass sie gestorben ist. Das nächste Shuttle fliegt erst in 3 Monaten. Also verpasse ich die Beerdigung. Leb wohl, Babuschka. Weil du mir Mathe beigebracht hast, bin ich auf den Mond gekommen. Na, die arme Oma. Dass sie auch nicht zur Beerdigung gehen kann. Finde ich irgendwie echt traurig. Also.
Wenn, dass man nicht zu Voltaire bewerten. ist der Hammer. Ein Supercomputer, der so leistungsstark ist, dass er wegen der Kühlung auf dem Mond steht. Wobei Sie nach der Logik eigentlich im Vakuum des Alls laufen lassen müssten. Aber hey, gutes Marketingmaterial. Ich habe nach Feierabend aus Spaß ein paar alberne Simulationen laufen lassen. Mein Favorit ist bislang, das Quaken aller Enten auf der Erde zu simulieren, nachdem sie ein Stück Brot bekommen haben. Eine Echtzeitsimulation, wie alle Enten gleichzeitig gefüttert werden, hat der Menschheit echt gefehlt. Gern geschehen. Echtzeitsimulation, wie alle Menschen gleichzeitig gefüttert werden. Nova Galactic Projekt Logbuch. Leitender Ingenieur Leng Shu. Voltaire wird für diese neue Initiative rekonfiguriert. Die angefragten Berechnungen sind ehrgeizig. Auch für einen Supercomputer. Da können wir ihn auch gleich alle Sandkörner sämtlicher Wüsten der Erde zählen lassen. Er hat sich diese Gleichungen ausgedacht. Unser Partner hält sich da bedeckt. Alle meine Fragen gehen durch irgendeinen Geheimkanal. Ist schon ein Wunder, dass wir wissen, dass wir an einem Schiff arbeiten. Okay, also alle Slates haben wir jetzt. Immerhin schon mal alle. So, kommt Sarah raus? Licht können wir auch ausmachen. Kommt sie? Jo, wir kommen bis hier hoch. Nice. Ich warte eben auf Sarah. Sarah, komm hoch. Ist wichtig hier. Wir wollen das ja gemeinsam durchstehen. Ein verrückter Gedanke, dass wir auf dem Himmelskörper stehen, von dem aus die Menschheit erstmals ins All geflogen ist. Wir haben es weit gebracht. Ja. Hochfahren der Maschinen fast abgeschlossen. Gesamtzeit 5 Minuten 22 Sekunden. Alles nach Plan. Was ist mit den Helium-3-Ventilen, Nova? Die haben wir uns wegen angeblicher Lecks heute Morgen angesehen. Alles auf Grün. Irgendwelche Änderungen an Voltaires Berechnungssequenz? Keine Änderungen seit dem Hochladen der neuesten Zahlen. Sauberer Schuss von hier bis Jupiter. Eines Tages wird der Computer an Bord des Raumschiffs sein. Stell dir das vor. Ein Wunder der Wissenschaft nach dem anderen. Countdown in 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, empfangt ihr mich? Klar und deutlich, Nova. Anzeigen sehen gut aus. Das Schiff müsste jetzt um den Jupiter kreisen. Visuelle Bestätigung möglich in 32 Minuten. Die Lichtgeschwindigkeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Wie ist es so, die Gesetze der Physik zu brechen, Canaveral? Hier unten bei der NASA sind wir alle ziemlich begeistert. Begeistert genug, um mir zu sagen, wo ihr die Originaldaten habt? In einer Million Jahren, nicht Nova? Begib dich zur NASA. Zur NASA? Finden wir jetzt auf der Erde die NASA? Müssen wir wirklich zur Erde jetzt die NASA suchen? Ich mache das jetzt gerade, wie wir hier so einfach fliegen.
Wer kommt hier wo? Von wo? Die lassen wir mal in Ruhe. Okay, wir gehen jetzt mal zu NASA. Ich bin jetzt richtig gehypt, das hier mal weiterzumachen hier mit der Story. Wie viel wir jetzt von der Erde hier quasi mitbekommen. Bereit machen zum Start. Erreicht. So, auf zur Erde. Ich frage mich auch gerade, was hat eigentlich die Erde jetzt so viel damit zu tun? Mit der Allheit. Ist zwar der Ursprung der Menschen, aber... Ah, warte mal. So ist, glaube ich, richtig rum, ne? Das müsste Australien sein. Glaube ich. So, Erde. Genau, da haben... NASA-Startrampe. Gehen wir mal dahin. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Okay, alles klar, Vasco. Alter, wie geil. Da haben wir die Startrampe der NASA. Unglaublich. Ich frage mich, wie viele solcher Wahrzeichen wir hier auf der Erde finden können. Okay, Quecksilber fehlt uns noch auf der Erde. So, finde einen Weg hinein. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir suchen uns einen Weg da rein. Vor allem hier müssten wir eigentlich doch den Mond irgendwo sehen, oder? Warum sehen wir hier keinen Mond? Ich frage mich auch, wie viele Wahrzeichen hier, hier gibt es auf der Erde. Das ist eine der Startrampen, die bei der Evakuierung der Erde genutzt wurden. Was muss das für ein Chaos gewesen sein? Boah, ich möchte da irgendwie mehr erfahren, ja? NASA-Startrampe, Ort entdeckt. Hier suchen wir uns einen Weg rein. Am besten würden wir wohl über einen Aufzugsschacht, der uns direkt nach unten bringt, in die NASA-Anlage kommen. Falls das System noch funktioniert. Energie erforderlich. Okay. Also Energiezellen finden. Da haben wir eine. Ich glaube, ich habe hier eine weggenommen, vorweggenommen. Da. Okay,
So, was haben wir hier? Nehmen wir mal mit. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Ja, muss ich. Ist wichtig. Notfallkit, Medipack. Achso, hier muss ich nicht hin. Warte mal, ist das hier überhaupt relevant dann? Kann ich den auch wieder rausnehmen? Okay, wir haben jetzt eh noch zwei. Gibt's hier noch einen irgendwo? Ich halte nach diesen Energiedinger Ausschau. Hoffentlich haben die Menschen auf diesem Kolonistenschiff einen anderen Weg gefunden, um von der Erde zu fliehen. Ich glaube, auf diesem Schiff hat es keiner geschafft. Das bezweifle ich, dass da es jemand geschafft haben könnte. Okay, hier geht's tief runter. Ne, ich sag mal so, wenn ich die Möglichkeit also ich würde eher so sagen, wenn die Erde evakuiert werden soll oder wenn es hier auf der Erde kritisch sein sollte oder werden sollte zum Überleben, ich wäre wahrscheinlich einer der Ersten, die versuchen würden, irgendwie von hier abzuhauen. Ich glaube, viele von uns würden versuchen, zu den Ersten zu gehören, die die Erde verlassen. Weil wir Menschen einfach viel zu viel Scheiße bauen, was unseren schönen Planeten hier angeht. Hier geht's nicht weiter. Oh, noch mehr. Okay, und noch mal nach oben hier. Alter, wir sind einfach mal in der NASA hier. Aber keine Toten. Also die müssten eigentlich abgehauen sein. Das Gerüst war eindeutig in Ladeposition. Was hat den Start dieses Kolonistenschiffs wohl verhindert, frage ich mich. Ja, das frage ich mich auch. NASA-Notizbuch. Spielzeugrakete. So, was sind das da? Schwerelosaufhängung. Ah, okay. Gibt's hier noch mehr? Okay, hier geht es nochmal nach draußen. Ich gehe von aus, dass wir darüber springen müssen. Das Liftsystem ist anscheinend komplett offline. Wir sollten versuchen, den Strom wiederherzustellen und es in Betrieb zu nehmen. Also ich will hier jetzt erstmal ganz in Ruhe erkunden. Da haben wir eine Schneekugel von der NASA.
Ah, okay, wir müssen nicht springen. Oder? Betritt die NASA-Anlage. So, aber muss hier nicht noch irgendwie Energie hin? Energie erforderlich. Ja, wo? Wo muss die Energie rein? Ist das jetzt fertig da? Jo, okay, das reicht anscheinend. Sarah? Wir gehen rein. Alter, wir sind einfach mal in der NASA. Aber hier gibt es keine Terramorphs, oder? Finde Informationen über die NASA. Okay, gut. Das heißt... Hier hat die Crew sich wohl vorbereitet. Wahrscheinlich der letzte Schritt vor dem Boarding. Hat schon bessere Tage gesehen. Ja, wir suchen trotzdem weiter Info. Schreibtisch, Papierablage. Ich finde es aber gerade echt spannend hier. Ja, okay, komm, gehen wir mal an den Computer. Startmaßnahmen. Bitte daran denken, die letzte Überprüfung der Vitalwerte und der Anzüge ist von größter Wichtigkeit. Zugegeben, es ist inzwischen sicherer und wir befördern mehr Personen als früher, doch das Leben dieser Menschen liegt nach wie vor in unseren Händen. Gerüchten zufolge soll der nächste Start abgebrochen werden. Sorgen wir dafür, dass es ein Gerücht bleibt. Geht immer vom Ernstfall aus. Durch eure Professionalität wird die Raumfahrt ein bisschen sicherer und wir sind auf jedes bisschen angewiesen. Fehler, Archive beschädigt, Systemwiederherstellung läuft. Archive teilweise wiederhergestellt. Probe vom Mars. Stationslogbuch. Dr. Judith Tatienne. Die Lieferung vom Mars ist beunruhigend. Ich hatte Gesteinsproben oder vielleicht versteinerte Mikroben erwartet. Stattdessen kommt Dr. Viktor Eiser mit zwei Leuten vom Militär. Alles, was sie mitbrachten, ist unter Verschluss. Was will ein theoretischer Physiker mit einer Probe vom Mars? Dr. Viktor Eiser? Stationslogbuch. Dr. Judith Tatienne. Ich habe versucht, mich bei Dr. Eiser, Viktor, einzuschmeicheln, um an Infos zu kommen. Sein Team hat eines der Labore beschlagnahmt und die zwei Militärs kontrollieren, wer hinein und hinausgeht. Als ich gescherzt habe, dass er wohl ein kleines grünes Männchen seziert, ist er kreidebleich geworden. Zwei Tage später bittet er mich um mehr Informationen zu meinem Hintergrund in Materialwissenschaft, also Metallurgie. Wir haben morgen ein Meeting. Ich glaube, ich werde ins Labor eingeladen. Heutiges Meeting? Stationslogbuch, Dr. Judith Tatienne. So nervös war ich zuletzt bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Ich habe 4 Stunden mit Viktor und seinem Team über theoretische Metalle und Atombindungen geredet. Inklusive eines halbstündigen Ausflugs in den Magnetismus, der mich, glaube ich, nur vom eigentlichen Thema ablenken sollte. Dann habe ich das Labor gesehen. Ich sollte nicht zu viel sagen, aber das Periodensystem hat sich damit erledigt. Okay. Warte mal, gibt... Also es gibt dann hier noch mehr Informationen, wenn das Periodensystem sich damit erledigt hat. Gibt's nie sonst noch?
Ich werde hier immer neugieriger. Wir müssen hier extrem vorsichtig sein. Jo. Ach du meine Güte. Manche von den Artefakten hier stammen aus den frühesten Jahren der NASA. Ein Jammer, dass das alles hier verfällt. Alter, wie geil. Ich hätte die Klingel gerne benutzt. Einfach so Ding. Alter, wie geil. Ich bin gerade richtig sprachlos, also ich bin überwältigt. So, da haben wir nochmal Medi. Trauma-Pack? Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Ist mir egal, Sarah. Das ist die NASA. Hier wurde wahrscheinlich alles mitgenommen, was ging. Alter, wie geil. Für das ambitionierte Raumfahrtprojekt zur Biegung der Schwerkraft hat sich die NASA mit Nova Galactic zusammen, den Schöpfern des Voltaire Supercomputers. So entstand das erste Raumschiff, das schneller als das Licht reisen kann. Die erste erfolgreiche Reise führte die Astronauten zum Jupiter, was zuvor Jahre gedauert hätte, geschah nun in wenigen Augenblicken. Okay, zwar begann schon in den späten 1990er Jahren Langzeit-Weltraummissionen, wie die der Internationalen Raumstation, andere Planeten sollte die Menschheit aber erst rund 100 Jahre später besiedeln. Aus kleineren Außenposten mit 5 Forschungsteams oder weniger wurden schließlich ganze Kolonien auf dem Mars und auf anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems. Für das ambitionierte Raumfahrtprojekt zur Biegung der Schwerkraft hat sich... Achso, das ist jetzt nochmal das Gleiche. Gehen wir mal hier hin. Ich verstehe einfach nicht, woher diese Berechnungen kommen. Stimmt was mit den Zahlen nicht? Ist doch alles recht simpel. Das war nicht meine Frage. Wir schaffen es noch nicht mal, eine Materialprobe von dem Objekt zu nehmen. Keine Erklärung für die Gravitationseffekte, kein Bewegungsdiagramm für die harmonischen Frequenzen. Ich kann nicht mal einen Schmelzpunkt bestimmen. Judith. Aber du hast mich monatelang Collider-Prototypen bauen lassen. Und jetzt soll ich Helium-3 hineinpumpen, basierend auf einer Gleichung, die du auf eine verdammte Servierte gekritzelt hast. Du musst mir einfach vertrauen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Wir rennen immer wieder krachend gegen Wände. Nichts funktioniert. Und du lässt dir ständig etwas Neues einfallen, als wüsstest du, was passiert. Woher kriegst du deine Informationen, Viktor? Es tut mir leid, Judith. Ich... nicht hier, okay? Irgendwo außerhalb der Basis. Ich sage dir... Die nehme ich mit. Aber ich lüge nicht, okay? Wir werden hier etwas Wichtiges entdecken. Ich verspreche es dir. Den wollte ich mitnehmen, den, die alte... Die... Oh, warte, das können wir aufmachen, oder? Können wir das aufmachen? Wenn ich das jetzt zumache? Okay, passiert nichts. Noch ein Digi-Dietrich, nice.
Ich hatte kurz gehofft, dass es da irgendwie weiterging. Lag ich wohl falsch? So, da haben wir noch eine Schwerelosdraht, nice. Alter, es geht ja noch weiter rein. Noch tiefer. Hier haben sie offensichtlich Weltraumhabitate getestet. Sie wussten, dass ihnen das Unvermeidliche droht. Ich bin trotzdem baff. Einfach mal in der NASA zu sein, die NASA zu erkunden. Labor, aber es ist nicht mehr viel übrig. Das umliegende Gestein hat sein Schicksal besiegelt. Ironie des Schicksals. Aber das sieht nicht eingekracht aus, sondern dass das Stein hier reingewachsen ist eher. Upsi. Okay, hier geht's weiter. Ah, hier geht's aber nicht weiter. Okay, dann gehen wir hier. Okay, Experte. So, erstmal schauen. Ja, dann würde ich das hier machen wollen. So. Passt. Im Schlossknacken kommt wohl nur Wladimir Sol an dich ran. Ja, zeitliche Pistole haben wir gefunden. Helmentdecker. Das Ding braucht wieder Energie. Ah, okay, jetzt hat er doch Energie, oder? Ich finde es krass, wie tief wir jetzt hier gerade in die NASA-Forschungseinrichtung gehen, die mittlerweile quasi untergegangen ist. Aber bisher wurden wir auch noch von gar nichts angegriffen. Also keine. Das hat mir gerade gar nicht gefallen. Ich habe das Gefühl, es wird hier eventuell noch einstürzen. Okay, dann machen wir das. Das und das. Noch eine Batterie. Zur Not nehmen wir die alle mit. Kann ja sein, dass wir die eventuell alle noch brauchen. NASA-Wartungsschlüssel.
Ja, Klopapier brauchen wir nicht. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Ja, aber Sarah, das brauchen wir alles noch, ja? Okay, komm, dann gehen wir mal weiter runter. Okay, nochmal eine Notregler, Notenergiezelle meine ich. Ich weiß jetzt nicht, wofür wir alle brauchen. Ein Spielzeug, ja? Noch ein Digi-Dietrich. Noch eine Schneekugel. Okay, hier geht's weiter. Da ist auch ein Gestütz. Ich bin... Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich aktuell gar nicht mehr so viel sage, weil ich versuche das so zu erklären. Ich weiß aktuell gar nicht, was ich sagen soll, weil das hier für mich so überwältigend ist. Oh. NASA-Modell, okay. Ja, okay. Erster Angriff heute, der auf uns losgeht. Sarah. Okay, die haben nur... Die sind nur Stufe 6. Wo? Achso, hier. Sarah, mein Engel, geht's dir gut? Haben wir aber doch überstanden. Hier die ersten Vasco-Modelle. Sicher ist da was Praktisches für uns. Tja, sieh dir das an. Wir haben wohl einen von Vascos entfernten Verwandten gefunden. Er wird sich bestimmt freuen. Dass wir ihn getötet haben? Ich glaube nicht. So, wo muss ich überhaupt hin? Und das war jetzt der erste Angriff hier. So, erstmal schauen. Das passt hier nicht. Der könnte hier passen. Der hier auch nicht, aber der hier. Ah, okay, perfekt. So, dann könnte... ja, okay. Das könnte... Obwohl? Passt.
Ich glaube, hier gibt's nichts. Also. Ich glaube, ich muss da rein. Energie erforderlich? Okay, wo muss die Energie rein? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir müssen dem hier folgen. Also schon irgendwo hier muss das sein. Oh, Notgeschützsteuerung. Ja, brauchen wir nicht. Und tiefer hinein. Eine sehr beeindruckende Anlage. Ein logistisches Meisterwerk, sie so tief unter der Erde zu bauen. Einfach erstaunlich. Ich frage mich auch gerade, wie tief unter der Erde sind wir jetzt? Weiß das einer? Vielleicht einer von euch, die mit der NASA zu tun haben? Oder sich damit befassen? Also zu tun wahrscheinlich eher weniger, aber sich damit befassen auf jeden Fall. Also ich würde da auf jeden Fall gerne mehr zu wissen. Wenn man irgendwie tiefer in diesen Lagerbereich hineinkommt, dann finden wir den Weg bestimmt. Okay, hier wird geschwebt. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Hier ist die Gravitation komplett weg. Wo genau sind wir jetzt so? Gehen wir mal da rein. Ah, okay. Dann gehen wir mal hier entlang. Das mit dem Fliegen finde ich ein bisschen schwierig. So, das könnte hier noch reinpassen. Ich bräuchte wohl eher einen mit 3. Oder mit 2. Wie lösen wir das? Der wird hier nicht reinpassen. Der hier nicht. Der hier nicht. Aber der hier. Das heißt. Okay, den müssen wir so machen. Das heißt dann der hier hin. Und der nach da ganz oben hin.
komm, ich will schon den nehmen. Fliegen ist schon schwer hier. So, haben wir hier. Der passt hier rein. Rein theoretisch. Dann würde nur noch der hier hinpassen. Der passt hier rein, der nicht. Der passt hier rein. Ja, aber... Der könnte auch noch hier reinpassen. Dann würde der hier noch hier hinpassen können. Und der passt noch hier rein. Gut, dann haben wir noch den hier. Tragbarer CD-Player. Den nehmen wir einfach mit. Einfach aus Gründen. Ich finde es schön, dass wir jetzt nicht mehr Rennen brauchen. Was war das? Ach, eine ganz normale Zange. Warum ist hier eigentlich schwerelos? So, und da haben wir... komm, hier zurück. Guck nach Waffen oder Munition. Forschungscomputer der NASA. So, bitte beim Betreiben des Prototyps Vorsicht walten lassen. Lose Objekte sind zu fixieren. Wissenschaftler müssen ihre Taschen leeren, sowie Schmuck ohne etc. ablegen. Achtung, der Kern enthält eine unersetzliche Probe. Sämtliche Daten unterliegen strikter Geheimhaltung. Alle Forschungsmaterialien sind mit größter Vorsicht zu behandeln und dürfen dieses Labor nicht verlassen. Als wir an den Graf-Antrieb-Projekten gearbeitet hatten, war ich nie in euren Laboren. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. Inzwischen schießen wir nur noch Wettersatelliten hoch. Naja, ist ein ganz akzeptabler Ruhestand. Und jetzt das Demeter-Projekt. Wir sollen mithelfen, Scanner zu bauen, die diese neuen meteorologischen Muster besser überwachen. Wir vermuten, dass die Pole sich auf natürlichem Wege verlagern, was zu Gravitationsschwankungen führt, die unsere alten Modelle überfordern. Warum müssen die Scan-Toleranzen so gering sein? Was versucht ihr zu finden? Ich will einfach sicher gehen. Wir machen sowieso kaum mehr was. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Also suchen wir uns eine Herausforderung, bevor man uns in die Geschichtsbücher verbannt. An Judith Tatien, Victor Eiser und Lan Xu. Lan Xu, den kennen wir doch schon aus dem Dingens hier. Von der Mondbasis da. Das Astrophysik-Forschungsteam hat wie gewünscht eine vollständige Analyse der Daten vorgenommen, die sie uns haben zukommen lassen. Die Messungen der Magnetosphäre der Erde weisen klare Anzeichen von Fluktuation auf, oftmals in Korrelation zu Phasen häufig auftretender und großer Gravitationswellenspitzen, die ihren Ursprung auf dem Mond haben. Diese Gravitationswellen scheinen das vom inneren Erdkern verursachte Magnetschild zu beeinflussen und angesichts der Nähe der Quelle vielleicht auch den Kern selbst. Die Daten weisen darauf hin, dass sich die Wechselrate exponentiell erhöht. Mit der Schwächung unserer Magnetosphäre verringert sich auch ihre Fähigkeit, uns vor Sonnenwinden zu schützen. Jenseits der verheerenden Effekte der Sonneneinstrahlung führt dies auch zu etwas noch fatalerem, der Zerstäubung, also dem Abbau unserer Atmosphäre. Dies ist zuvor schon auf dem Mars passiert, einem Planeten, der seit den frühen Tagen der Weltraumforschung studiert wird und einen Blick in die mögliche Zukunft der Erde erlaubt. Wir befürchten, dass diese Zukunft näher sein könnte, als wir uns es jemals hätten vorstellen können. Also das ist mit der Erde passiert. Die Atmosphäre hat sie einfach aufgelöst, wie bei auf dem Mars. Manche mögen diese Daten als normal betrachten. Es gab früher bereits Fluktuationen und Polaritätswechsel des Erdkerns, aber dies hier ist um ein Vielfaches gewaltiger. Wir kennen die Debatten früherer Generationen um die globale Erwärmung und wir wollen, dass die Wissenschaft hier deutlich ist. Die wie Wellen im Ozean bauen sich diese Gravitationswellen auf und werden schließlich an der Küste der Erde abbranden
Und zwar mit verheerenden Konsequenzen. Dr. Luke Andrews, leitender Wissenschaftler ART. Ich weiß, was ich sehe, Victor. Die Daten der Satelliten sind eindeutig und es sind Graf-Antriebe. Die ganzen Sprünge vom Mond. Wenn das so weitergeht, wird die Atmosphäre der Erde bald ins All sickern. Kann man die Antriebe reparieren? Ich arbeite an ein paar Ansätzen, die das Problem diskret lösen müssten. Getarnt als Notfallupdate für die Treibstoffpumpen. Wir reden hier vom Ende der Erde und du versuchst diskret vorzugehen? Judith, die Leute dürfen das Vertrauen in den Graf-Antrieb nicht verlieren. Das ist vielleicht unsere einzige Option. Für was? Schlägst du ernsthaft vor, die Erde aufzugeben? Uns bleiben weniger als 50 Jahre. Ein Wimpernschlag für einen Planeten, aber mehr als genug für einen Exodus. Und was sagen wir den Leuten? Dass es höhere Gewalt ist. Aber die Wissenschaft hat eine Lösung gefunden. Es ist Zeit, dass die Menschheit zu den Sternen fliegt. Du wusstest es, oder? Du hast mich angelogen. Ich... Von Anfang an. Ich habe mein Leben dieser Entdeckung gewidmet, Victor. Und du wusstest, dass wir unseren Planeten töten. Ich habe die Zukunft gesehen, du nicht. Da draußen warten unendliche Versprechungen. Es hätte einen Meteoriteneinschlag geben können. Eine Seuche. Einen Weltkrieg. Andere Galaxien zu kolonisieren, sichert die Zukunft der Menschheit für alle Zeiten. Und kostet uns unsere Heimat. Hört auf, alle beide. Es zählt nur eines. Genügend Schiffe zu bauen, um alle vom Planeten zu bringen. Wir müssen sofort anfangen. Ich setze eine Erklärung auf. Wir müssen die internationale Gemeinschaft ansprechen. Es tut mir leid, Judith. Es gibt in diesem Universum keinen Planeten, der weit genug von dir entfernt ist, Victor. Wenn das vorbei ist, reden wir nie wieder miteinander. 8. September 2160. Mein Name ist Dr. Victor Eiser. Und wenn Sie das hören, dann kennen Sie die Wahrheit vermutlich schon. Als junger Mann war ich Leiter eines Teams, das eine merkwürdige Gravitationsanomalie vom Mars bergen sollte. Aber was damals wirklich passiert ist, habe ich nur einer anderen Person erzählt. Nicht einmal sie hat mir anfangs geglaubt, aber warum sollte ich noch lügen? Ich hoffe also, Sie akzeptieren dieses Geständnis, wer Sie auch sind. Durch die Anomalie habe ich 12 Tage verloren. Bin mir selbst begegnet. Er hat mir alles erzählt, was seitdem wahr geworden ist. Die Graf-Antrieb-Gleichungen, die Tests auf dem Mond, dass die Erdatmosphäre wegen unserer Arbeit ins All sickert. Aber er erzählte mir auch von einer Stadt, die auf einem Planeten im Orbit eines fernen Sterns erblüht. Menschliche Kultur, Kunst, Musik, menschliches Leben im gesamten All. Welchen Preis wäre ich bereit, für diese Zukunft zu bezahlen? Vielleicht glauben Sie mir nicht. Vielleicht hatte Judith recht und ich bin nur ein Feigling, der seine Fehler rechtfertigen will. Aber alle haben den wahren Ursprung des Graf-Antriebs vergessen. Dieses Artefakt vom Mars. Ich hoffe, Sie nutzen es besser als ich. Warte mal, also... Die Artefakte? Die Graf-Antriebe haben die Erde zerstört? Und ein Artefakt im Kern des ersten Antriebs... Schlüssel erforderlich. Achso. Die paar Minuten machen wir noch dafür, auf jeden Fall. Wie komme ich da hin? Also, das war also Schuld daran, dass... Okay. Da bin ich auch ein bisschen jetzt baff. Dass die Graf-Antriebe daran schuld sind. Und diese Artefakte von den Menschen, also beziehungsweise die wir einsammeln hier, die Constellation. Dass das daran schuld sein soll.
Forschungslabor. Kann ich hier eben noch schnell irgendwas machen? Ganz schnell eben. Hier ist nichts. Hier ist alles blockiert. Alles blockiert. Leider kann ich da nichts machen. Schade. Artefakt Psi oder Psi. Constellation, sind auf der Erdoberfläche eingetroffen. Wir müssen besprechen, was du gefunden hast. Und andere Sternenblüter waren wohl vor uns hier. Du könntest also Gesellschaft haben. Da schießen schon welche auf uns. Aber ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.